Ich habe mich lange dagegen gewehrt, gegen das Label ein Künstler zu sein. Aber wenn man es genau anschaut und den ganzen Prozess von einer, so einer Figur, sei es aus Schoki oder aus Marzipan, ist absolut ein künstlerischer Prozess. Und das umfasst das ganze Spektrum von Gefühlen. Von Frustration, wenn es nicht aus der Hand läuft, wenn es einfach nicht funktioniert und die Figur nicht entsteht, wie man das gerne möchte. Von Höchstgefühl, wo man schreien kann, wenn es einfach so aus der Hand rausläuft und man merkt, es hat einfach einen Fluss und es kommt einfach gut raus. Und es ist so einfach, dass man gerne nicht versteht, wenn man das andere Mal wieder hat, so einen Krampf damit. In diesem Beruf arbeiten wir mit wunderbaren Rohmaterialien, wunderbaren Gerüchen. Und wenn man immer so Gefühle raus hat und immer offen ist für Neues, finden einem Sachen eben auch. Und ich glaube, so ist es auch passiert mit dem Fortunato Nummer 4, wo wir den National Kakao gefunden haben in Peru. Wenn man die isst, dann ist die sehr, sehr rund und geschmeidig, ist cremig. Sie hat so blumige, aromatische Noten, die aber nichts vorsticht, sondern wirklich einfach ganz, ganz mild im Gaumen streichelt. Und etwas, was ganz speziell ist, die bleibt extrem lang auf der Zunge und im Maul hängen. Ich bin leidenschaftlicher Konditor. Die Leute merken das und darum lassen sie sich auch gerne von mir inspirieren. Schoki ist Glücklichmacher, Schoki ist ein Seelentröster. Es ist sogar gesund, es ist ein Aphrodisiakum. Schoki ist einfach unschlagbar.